Moin! Wir machen heute einen unglaublich saftigen Karottenkuchen mit Frosting, der euch einfach umhauen wird. Los geht's! Als erstes nehmen wir die Karotten, schälen und raspeln sie. Dafür nutzen wir die grobe Seite der Reibe. Den Kopf müssen wir hier nicht wegschneiden, der eignet sich als Schutz, damit die Finger nicht verletzt werden. Sobald alles weggeraspelt ist, rollen wir unsere Zitrone. Das macht man, um die inneren Strukturen zu zerstören und sorgt dafür, dass man nicht nur mehr Zitronensaft bekommt, sondern der Saft wohl auch geschmackvoller wird. Habt ihr das schon mal bemerkt? Wir geben den Saft zu den Möhren und stellen sie erstmal beiseite. Als nächstes nehmen wir Mehl und mischen es mit den trockenen Zutaten, also dem Backpulver, Natron, Salz, Zimt und Muskatnuss. Die Vorbereitungen sind also getroffen und wir machen mit unseren flüssigen Zutaten und dem Zucker weiter. Ihr wollt heute schon das Rezept von nächster Woche sehen? Dann schaut gerne auf Watch Better vorbei. Dort gibt es meine Videos schon eine Woche früher. Kostenlos und ohne Mehraufwand. Mehr Infos zu Watch Better und natürlich den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. Wir nehmen den Zucker, geben etwas Vanilleextrakt hinzu und verrühren es mit dem Öl, sodass sich der Zucker schon etwas auflöst. Haben wir das gemacht, schlagen wir unsere Eier einzeln in die Schüssel und verrühren jedes Ei gründlich mit der Masse. Nach jedem Ei wird die Masse immer cremiger. Das sieht man ganz gut. Anschließend geben wir unsere vorbereiteten trockenen Zutaten hinzu, schmeißen unseren Handrührer wieder an und mischen alles zusammen. Als nächstes geben wir unsere geraspelten Karotten hinzu und mengen wieder alles durch. Und zu guter Letzt geben wir optional Nüsse und Schokodrops hinzu. Die Pekannüsse zerkleinere ich immer gern mit der Hand, so hat man größere und kleinere Stücke im Teig. Der Teig ist schon fertig und wir können den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und währenddessen bereiten wir unsere Kuchenform vor. Einfach mit Butter einreiben und mit Mehl bestäuben. Wir schieben unseren Kuchen nun für etwa 45 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Je nach Ofen kann das auch ein paar Minuten länger oder kürzer dauern. Um zu prüfen, ob der Kuchen fertig ist, stechen wir mit einem Holzspieß in den Kuchen. Wenn nichts mehr daran haftet, ist unser Meisterwerk fertig. Währenddessen kümmern wir uns schon um unser Frosting. Dafür nehmen wir Frischkäse, Butter und Vanilleextrakt und verrühren alles zu einer glatten Masse. Wichtig ist, dass die Butter und der Frischkäse auf Zimmertemperatur gebracht worden sind. Zu dieser Masse kommt dann noch Puderzucker und etwas Zitronensaft. Mein Topping ist zäh, fließt aber noch über den Kuchen und läuft so schön am Rand runter. Manche verstreichen das Frosting lieber. Je nach gewünschter Konsistenz gebt ihr einfach noch mehr Puderzucker oder Zitronensaft hinzu. Sobald unser Kuchen dann abgekühlt ist, geben wir das Topping drauf und fertig ist unser Karottenkuchen. Der ist so saftig, locker und würzig, den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Bis zum nächsten Video, eure Marie.